Ja, servus, liebe Freunde des Genusses. Ich bin heute mal wieder hier, das zweite Mal. Letztes Mal habe ich mich ein bisschen vorgestellt, was ich sonst so mache in meinem Leben, beruflich vor allem. Jetzt bin ich in einer anderen Mission hier, und zwar weil das Weinhaus hier von dem Ralf geleitet wird und gehört, der ein guter Freund von mir ist und in diesen Zeiten ich ihn natürlich unterstützen will. Der Schlukas hat mir drei Weine rausgesucht, den kennt ihr ja von den anderen Folgen, denke ich mal schon. Und die würde ich jetzt mal gerne ein bisschen auseinandernehmen. Ich habe die vorher schon verköstigt, gestern, und habe mir, wie ihr seht, so ein bisschen meine Gedanken gemacht und ein paar Sachen notiert, die werde ich euch nachher auch zeigen. Ich kenne den Ralf jetzt seit ca. 8 Jahren, denke ich mal. Er hat uns immer sehr unterstützt, was den Weinclub angeht, den ich betreibe, und ich verkaufe auch Wein. Also alles, was so mit Wein zu tun hat, ist mein Ding. Das liebe ich. Ich mache Seminare, Verköstigungen, Food Pairing mit Wein und anderes. Also alles, was Wein ist und Genuss, liegt mir sehr und macht mir Spaß. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Vielleicht kann ich noch sagen, dass ich vor sehr langer Zeit, also Ende der 80er Jahre, Koch gelernt habe und durch das Kochen zum Weintrinken gekommen bin. Also sprich, seit Ende 1980 trinke ich Wein, und das ist relativ viel. Ich habe mir hier ein paar Sachen notiert. Da geht es immer um den Wein, um die Farbe des Weines, um die Nase des Weines, um den Geschmack, den Abgang und den Gesamteindruck und den Preis vom Wein. Das werde ich euch nachher alles mal sagen. Das sind die Notizen, die ich mir gestern gemacht habe. Ihr seht schon, die Flasche ist leicht angebrochen von gestern. Jetzt probieren wir das aber das zweite Mal. Es ist ja oft so, dass der Wein auch, wenn er offen ist, besser werden kann, schlechter werden kann. Andere Gerüche, andere Abgänge und so weiter kriegen kann. Deswegen gucken wir mal, ob wir da ungefähr auf dem gleichen Level sind wie gestern. Stecken wir mal ein bisschen ein. So. Das ist jetzt ein grauer Burgunder, 2018 in der Literflasche. Ich zeige mal, vielleicht seht ihr das auch ganz gut so. Kommt aus Baden, eine Winzergenossenschaft, König Schaffhausen, Kieflingsbergen. Hier ist es. Ja, könnt ihr euch notieren, wenn ihr wollt. So, jetzt kommt Farbe. Nehmen wir mal ein Blatt. Gucken wir mal. Ja. Also ich würde sagen, ein helles Strohgelb mit leichten grünen Reflexen. Eher ja, weniger Kirchenfenster, also nicht so ein hoher Extraktgehalt wahrscheinlich. Ja, gucken wir mal rein. Okay, also gestern habe ich mir notiert, ich habe es jetzt nicht auswendig gelernt, Farbe helles Goldgelb mit grünen Reflexen, also zeige ich euch nochmal, für alle zum Mitschreiben. So, jetzt Nase, gucken wir mal. Eigentlich habe ich jetzt schon einen Fehler gemacht, weil ich den Wein schon geschwenkt habe. Normalerweise schenkt man den ein und schwenkt den erstmal nicht, weil wenn man den schwenkt, beziehungsweise wenn er nicht geschwenkt wird, kann man Sachen riechen, die vielleicht, wenn sie geschwenkt werden, den Wein, der nicht mehr da ist, der Geruch, der das sehr schnell sich verfliegt. Ja? So. Also gestern das erste, was mir in die Nase gekommen ist, das weiß ich noch, waren so Steinobstfrüchte. Eher gelb. Kühl, ja, ein bisschen alkoholisch, würde ich sagen.
Jetzt haben wir hier. Ja. Ich habe gestern geschrieben, gelbes Steinobst, leicht rauchig, weiße Blüten und kühl. Maße. Ja, prinzipiell bin ich einverstanden. Heute ist ein bisschen mehr Frucht, finde ich, wie gestern. Jetzt mal gucken. Ist auch noch relativ kühl. Jetzt trinken wir den mal. Also was man auf jeden Fall relativ schnell merkt, ist, dass er relativ viel Alkohol hat. Also Alkohol ist schon sehr, sehr im Vordergrund, finde ich, jetzt gerade. Habe jetzt aber auch noch nichts gegessen, großartig. Eine Kleinigkeit, lange nichts mehr gegessen auf jeden Fall, gerade was getrunken. Also es bleibt bei dem Kühlen. Leicht alkoholischen, gelbe Früchte, Steinobst. Körper ist ganz gut eigentlich für einen Liter Wein. Bin ich einverstanden. Ist gut trinkbar. Ich würde tippen, dass das auf jeden Fall ein Wein ist, der im Stahltank ausgebaut wurde, also kein Holz verwendet wird. Und ich denke auch mal, dass der kalt ausgebaut ist, also temperaturgesteuert, weil es kommen so ganz leichte Anflüge von so Gletschereisbonbon. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen eher, wo man sagt, dass es kühle. Was habe ich denn geschrieben? Geschmack: Aprikose. Gelber Apfel, leicht zitrisch, Eisbonbon, leicht alkoholisch, säurebetont, mittlerer Körper. Ja, also mit der Säure bin ich auch einverstanden. War ich sehr überrascht, positiv. Steht ihm sehr gut. Macht ihn nicht so breit, nicht so lätschig. Der Körper ist, wie gesagt, nicht so schlecht für einen Liter Wein. Also kann man richtig gut trinken. Ja, eigentlich d'accord mit gestern. Zeig euch mal. Hier. Der läuft. So. Jetzt gehen wir mal zum Abgang. Also sprich, wenn er abgeschluckt ist, was geht da? Ich glaube, jetzt hat er eine super Temperatur. Ich tippe mal, dass der so 8 Grad rum hat, jetzt vielleicht 9 auch sogar schon. Der Abgang ist dadurch ein bisschen länger. Er ist gut eigentlich, ja. Fast besser wie gestern, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, er ist auch ein bisschen wärmer jetzt, weil ich habe ihn jetzt von mir nach Hause mitgebracht. Nur ganz, ganz kurz in den Kühlschrank gestellt. Aber für den Literwein ist der top, muss ich sagen. Ich habe jetzt hier Abgang Mittel geschrieben. Ah, ich würde mich fast auf Mittel plus festlegen. Ja. Also wenn ich jetzt so sehe, Literwein, ist der Abgang echt top, muss ich sagen. Macht Spaß. So. Jetzt habe ich noch was ich eigentlich nicht mehr kosten muss. Das ist der Gesamteindruck und der Preis. Also ich habe geschrieben, Gesamteindruck, sauber, kühl trinken, Alltagswein. Stimmt, kostet 8 Euro, kann man durchaus empfehlen. Also ich würde auch dazu sagen, Alltagswein, ja, durch die Säure trägt er den Wein sehr gut. Aber er hat schon einen relativ guten Körper für einen Liter Wein.
und durchaus auch zum Essen verwendbar, finde ich. Also Fisch, helles Fleisch, leichter Käse, Salat. Eigentlich vielseitig einsetzbar. Eigentlich auch zu Spargel kann man den super gut nehmen, würde ich sagen. Man muss nicht immer Silvaner oder sonstige Sachen nehmen, was man sonst hat. Oder Riesling. Also durch die Säure, durch den Körper kann der schon eine Hollandaise und einen Spargel vertragen. Also Preis, Weinhaus Beck 8 Euro. Ich würde sagen, Daumen hoch, top. Könnt ihr trinken. Ich weiß nicht, was der Ralf noch machen will. Das ist der angesagte Preis. Ich habe den festgelegt und könnt ihr trinken. Daumen hoch. Jetzt werde ich nochmal zwei Weine beschreiben. Das gleiche Prozedere nochmal. Und wir sehen uns später. Prost!